Chamäleon hat Fernsehverbot, darf keine Filme mehr gucken nach dem Abendbrot. Seine Eltern sagen, die Farben sind zu hell, die Bilder wechseln für Chamäleons zu schnell. Chamäleon, lass das Filme sehen. Chamäleon, du musst jetzt schlafen gehen. Die Farben sind zu grell, sie wechseln viel zu schnell. Chamäleon, sei so nett und geh jetzt wirklich mal ins Bett. Doch das Chamäleon liebt es, im Dunkeln fernzusehen. Auf dem Bildschirm leuchten die Farben so schön, so bunt und flimmernd, zu Farben verschimmernd. Und so schaut es einfach weiter, diese Nacht wird lang und heiter. Doch es war auch ziemlich heftig, war schwer damit beschäftigt, sich den Farben anzupassen, die schnellen Bilder aufzufassen. Doch das Chamäleon liebt es, im Dunkeln fernzusehen. Auf dem Bildschirm leuchten die Farben so schön, so bunt und flimmernd, so farbenfroh schimmernd. Und so kam es, dass es fast die ganze Nacht vor Farbwechseln kaum ein Auge zugemacht hat, bis morgens in der Frühe um 7:30 es sich ganz matt und blass zum Schulweg aufgemacht. Oh Mann, war es jetzt müde, es war viel zu früh. In der Chamäleonschule hatte es nun seine Mühe, bei den Farben aufzupassen, die Farbwechsel zuzulassen. Schafft es nicht mehr als ein blasses Grau, denn seine Farbkraft war vom vielen Fernsehen ganz weg. Es hatte überhaupt gar keinen Zweck. Doch das Chamäleon liebt es, im Dunkeln fernzusehen. Auf dem Bildschirm leuchten die Farben so schön, so bunt und flimmernd, so farbenfroh schimmernd. Das sieht der Lehrer, das solltest du jetzt unbedingt tun. Farbwechselkräfte brauchst du für den Tag, wenn du zu voll von Farben bist, dich nicht zu wechseln vermagst. Bleib zu Hause und kurier dich erstmal aus. Mit den Farbspielen wird halt sonst eh nichts mehr daraus. Chamäleon, lass das Filme sehen. Chamäleon, du musst jetzt schlafen gehen. Die Farben sind zu grell, zu fertig von der langen Nacht, das wird besser nicht nochmal gemacht, sagte es sich und schlief sofort.